So, Kenners, legen wir los. Hier auf Horizont. Wir sind am Boden, Mordin. Sind Sie sicher, dass die Panzerungs-Upgrades uns vor den Seeker-Schwärmen schützen können? Na, hoffentlich. Lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Müsste aber in gewissem Rahmen das Aufspüren erschweren und uns für die Schwärme unsichtbar machen. Theoretisch. Theoretisch? Oh. Pepsi. Oh. Mop. Die können ja fliegen. Das ist überaus ungünstig. Was ist das? Wo das herkam, gibt's noch. Na? Du sollst aber sterben. Nein, no, jetzt nicht in Deckung gehen. Oh. Viel Sniper hat wieder zugeschlagen. Was bist du denn? Nichtskönner, ganz genau. Ja. Nix können die diese Kollektoren. Ah, oh, das war schon. Sehr gut. Ja, bis jetzt sind die ja ganz Sutsche. By the way, das ist schon das vierte Mal, dass ich das aufnehme. Das erste Mal habe ich vergessen, Aufnahme zu drücken. Das ist mir dann aber auch irgendwann nach 2 Minuten aufgefallen. Das zweite Mal habe ich nach 2 Minuten gedacht, habe ich jetzt aufgenommen? Ich hatte tatsächlich aufgenommen, aber ich habe gedacht, ich hätte das nicht. Und dann muss ich nochmal neu starten. Und beim dritten Mal, ich habe tatsächlich richtig schöne halbe Stunde aufgenommen, gleich für 2 Folgen. Und als ich das Ganze dann beende, sehe ich, oh, das hat ja gar nichts aufgenommen. Dankeschön, Fraps, für nichts. Ja, ein bisschen ätzend, ein bisschen nervig. Aber egal, das ist sowieso eine Stelle, die ziemlich bockt. Von daher, ja? Die Kollektoren blockieren uns anscheinend. Clever Kerlchen. Die sind jetzt auf uns allein gestellt. Ja, sowieso. Naja, lange Rede, kurzer Verstand. Das ist jetzt das vierte Mal, dass ich das aufnehme. Und das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Aber, Ärger voraus! Da kommen sie wieder. Oh, Husks. Ich hasse Husks. Hallo? Wer trifft mich denn die ganze Zeit? Lass mal ein Schild auf die Lerne. So viel Time muss sein. Gut, dass ich Jack dabei habe, jetzt voll drauf. Aber Grunt auch. Ich habe das ja alles ja schon gerade eben gespielt. Und da hatte ich einen schwierigen Kampf, zu dem kommen wir aber noch. Und Grunt hat da ziemlich auf die Kacke gehauen. Nichts kann mich aufhalten. Also das war sehr, sehr hilfreich für mich. Was das? Diese Dinger sehen aus wie die Husks, die Geth auf Eden Prime eingesetzt haben. Kam das Geth-Zeug nicht von der Sovereign? Dann hatte ihr Unbekannter recht. Kollektoren müssen wohl für die Reaper arbeiten. Tja, ich weiß nicht, ob sie das müssen, aber... Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Aber man könnte den Eindruck bekommen. Da, toter Husk. Sieht irgendwie menschlich aus. Ist das einer der Kolonisten? Nein, auf Eden Prime wurden die Opfer auf riesige Pfähle gesteckt, um sie zu Husks zu machen. Sowas habe ich auf Horizon nicht gesehen. Die Kollektoren hatten die Husks also schon und haben die Kolonisten aus einem anderen Grund lebend verschleppt. Das sind nicht die gleichen Kreaturen, gegen die ich auf Eden Prime gekämpft habe. Sie sind fortschrittlicher, weiterentwickelt. Sie sterben aber immer noch, wenn man sie erschießt. Oh ja. Gut, weiter geht's. Die Kolonie wird gerade angegriffen. Schon vergessen? Los, Bewegung. Wie Sie meinen, Boss Lady. Boss Lady? Der Titel gefällt mir. So kannst du mich gern weiterhin nennen. Okay. Ihre Leute sind weg. Friedlich. Normalerweise brauche ich jede Menge chemischer Mittelchen, um so ruhig zu werden. Den interessiert wohl gar nichts mehr? Das war doch eindeutig ein Kopfschuss, ey. Aber Kollektoren brauchen wohl 2 Kopfschüsse. Was für Hurensöhne das doch sind, ey. Schicken wir doch mal eine Drohne los, ne? Okay. Ach, da ist noch einer. Ich wollte gerade schon meckern, wo sind denn die ganzen Gegners?
Einmal geil rübergejumpt. Na toll, ich habe schon wieder nichts von der Action abbekommen. Leute, könnt ihr mich mal auch ein bisschen mitkämpfen lassen? Das ist ziemlich öde. Oh. Da höre ich doch, was da ist eigentlich. So soll es sein. Oh. Jetzt aber nicht hier. Hier auf den Sack gehen. Ich habe nur noch 4 Schuss. What the fuck war das denn, ne? Ach, Kackmist, ja. Aua, ja. Egal, jetzt kann ich zumindest wieder nachladen. Ah, das war's schon. Na toll. Jetzt habe ich hier dieses Manöver gewagt und es war für nix und wieder nix. Na gut. Hallo? Oh, was ist denn mit euch los? Was ist das? Ein Stasefeld? Macht sie hilflos, aber nicht bewusstlos. Sie sind schon ziemlich lang in diesem Zustand. Er muss vom Schiff aus aufrechterhalten werden. Dann sollten wir das Schiff mal zerstören. Alter, das ist aber auch ein dicker Brummer. Zieht euch das mal rein, ne? Oh, hallo. Ganz schön gruselig. Computer hacken. Das machen wir doch sehr gerne. Hacken ist immer gut. Einmal dich. Und ja, heute noch. Und einmal dich. Und einmal diesen da. Gut, jetzt haben wir's. Firewalls aktiv. Lasst mich durch. So. So, so, so. Ja, aber es sind nicht mehr viele von den Leuten da, ne? Ich glaube, die haben schon eine Menge von denen auf dieses komische Schiff verbracht. Was ist das? Kollektorenpartikelstrahler erhalten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe jetzt benutzen. Shepard. An den kann ich mich erinnern. Das ist eine richtig dicke Wumme. Die werde ich aber nachher noch brauchen. Glaubt mir, ich werde sie brauchen. Holy shit, werde ich die brauchen, ne? Holy shit. Oh nee, der Arme. Guck mal, er hat sich ja voll versteckt und hatte Angst. Hox hat nichts genutzt. Die Seeker haben ihm eins mitgegeben. Oh! Ja, euch kennen wir ja schon. Was ist das? Ist das wieder Le Vorbote? Oh, macht er schon wieder das? Ich übernehme die direkte Kontrolle. Wieso denn? Na gut, ein bisschen. Schild ist unten. Ein bisschen Challenge ist ja nicht schlecht. Sie werden den Schmerz kennen, Damen. Was? Die kennen meinen Namen? Das gefällt mir gar nicht. Wow! Kann ich bitte wieder? Hat er gerade Bärmlich gesagt? Ich geb dir gleich Erbärmlich, ey. Das ist Erbärmlich. So ein Arschschubsen. Das tut dir weh, Freundchen, ey. Der hat aber Munition gedroppt. Die muss ich haben. Weg da. Da ist noch eine Munition. Das war's wert. Oh, da kommen noch mehr. Was? Mein Schild aktivieren. Verdammt. Oh, Jack ist tot. Aber ich glaube, das ist der letzte. Ich glaube, den schaffen wir auch so. Oh. Die Toten sind nutzlos. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Na, das bezweifle ich aber nicht. Na, das war's schon. Jack, steh auf. Das war aber ein ziemlich unschöner Zeitgenosse.
Beziehungsweise die beiden, das waren ja zwei gewesen. So. Was haben wir hier? Oh, Energiezellen. Gut, Bergung ist gut. Aber wie ich sehe, wenn ich diese Teile einsammel, dann füllt sich auch meine Munition auf. Was war das? Na, ist ja auch egal. Oh, eine Tür zum Umgehen. Da ist doch bestimmt was Geiles dahinter, vor allem wenn es so ein Riesentor ist. Tschä. Bap-bap. Kennt ihr das noch? Nicht? Ich bin enttäuscht. Oh, jetzt gibt's gleich auf die Fresse, ne? Oder auch nicht. Oh. Oder doch? Oh oh. Hallo? Gesellschaft. What? Kommen Sie da raus, sofort. Ach, da sehe ich doch was. Ach, nur so ein Töp. Sie sind ein Mensch. You don't say. Was machen Sie hier draußen? Sie führen Sie doch direkt hierher. Ich habe einen Weg freigeräumt. Sie können von Glück reden, dass Sie jetzt nicht im Frachtraum eines Kollektorenschiffes hocken. Das waren Kollektoren? Soll das heißen, die gibt's wirklich? Ja. Ich dachte, die wären nur eine Erfindung. Sie wissen schon, Propaganda. Damit wir im Gebiet der Allianz bleiben. Nein. Sie haben Lilith. Ich habe gesehen, wie sie umfiel. Und Stan auch. Verdammt, Sie haben fast alle erwischt. Ich muss wissen, womit ich es zu tun habe. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich erinnern. Wir haben vor ein paar Stunden unsere Kommsignale verloren. Ich kam runter, um nach dem Hauptraster zu sehen. Plötzlich hörte ich Schreie. Ich habe draußen nachgesehen und da waren ganze Schwärme von Käfern. Jeder, den sie berührten, ist einfach eingefroren. Dann habe ich die Türen versiegelt. Okay. Verdammt. Die Allianz ist schuld. Sie hat diesen Commander Alenko hier stationiert und die Verteidigungstürme errichtet. Nur dadurch wurden wir überhaupt zum Ziel. Verteidigungstürme? Das könnte nützlich sein. Wenn Sie Verteidigungsanlagen haben, können wir gegen das Kollektorenschiff vorgehen. Jo. Dazu müssten Sie zuerst das Zielsystem kalibrieren. Es hat nie richtig funktioniert. Wir kriegen das hin. Sagen Sie uns nur, wo wir hin müssen. Zum Haupttransmitter auf der anderen Seite der Kolonie. Ist kaum zu verfehlen. Die Zielsteuerung ist unten. Na gut. Sie sollten uns besser nicht im Weg stehen. Oh ja. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich lasse sie raus und verschließe dann die Tür wieder hinter ihnen. Ein richtig mutiger Typ. Ich will kein Risiko eingehen. Viel Glück. Sie werden es bestimmt brauchen. Pah, Glück, wir haben Skill. Wer braucht denn schon Glück? Jo, hier war aber noch was, ne? Genau. Raffiniertes Platin. Hier könnte ich Waffen wechseln. Möchte ich aber nicht. Da bin ich schon voll. Weil dieser Partikelstrahler ist natürlich schon extrem geil. Kerben. What? Oh, da. Da ist noch ein Husk. Ich hasse euch hier. Hässlichen Scheißviecher. Da haben wir noch einen Vorboten. Wo sie fallen. Wenn ich draufgehe, werde ich sie einsuchen, Shepard. Keine Sorge. Sollte ich sie wiederbeleben? Naja, warum nicht? Komm. Wir haben ja genug. Ich glaube mal. Oh, Ableger. Das tut ihnen viel. Verdammt. Kann ich nicht irgendwas gegen die machen? Auch meine ganzen Attacken bringen gar nichts gegen die, das ist voll ich scheiße. Ich weiß, dass sie das spielen. Ja, diese Ableger können so eine Explosionsattacken machen, das ist richtig hässlich. Die sollte man lieber nicht zu nah an sich rankommen lassen.
Wo ist Grunt eigentlich die ganze Zeit? Tja, das weiß keiner so genau. Ich schaff euch alle! Ja? Gut. Geschafft. So, lass mal wieder meine gute Waffe ausrüsten und dann finden wir hoffentlich ein bisschen Munition hier. Ach, da war Grunt. Hat wahrscheinlich härter gearbeitet, als ich ihm jetzt zugesprochen hätte. Wieso haben die alle keine Munition fallen lassen? Das finde ich überaus unschön. Ich brauche eine neue Pistole, ey. Das ist nicht normal hier, was hier abgeht. Oh, Energiezellen. Perfekt. Kannst du bitte mal nachladen? Wenn wir jetzt noch irgendwo ein Magazin finden, dann bin ich auch schon fast wieder happy. Okay. Wo ging es denn jetzt hier nochmal weiter? Hier vielleicht? Oh, bestimmt hier irgendwo, ne? Das sieht doch schon mal gut aus. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ich bin verwirrt. Ah, okay. Toter Collector. Das ist wertvoll. Das kann man wohl so sagen. Gut. Gut, gut, gut.